Moin YouTube, ich komme gerade aus dem Messerladen und das ist meine Ausbeute. Ich habe nämlich heute eigentlich einen freien Abend gehabt, konnte auch relativ früh Feierabend machen und dachte mir, Mensch, fahr doch noch mal eben vorbei. Vielleicht ist ja doch schon die Bestellung angekommen. Und siehe da, gerade heute ist zumindest ein Teil von den Sachen, die ich bestellt hatte, auch da gewesen. Die wollten mich gerade anrufen, das hatte sich dann ja erledigt. Ja, ich habe dann einen Teil des Feierabends dort im Laden verbracht, ein bisschen gequatscht, mir noch ein paar Messer zeigen lassen. Und das hier ist wie gesagt die Ausbeute und die wollte ich ganz kurz mit euch mal eben auspacken, damit ihr auch an meiner Freude teilhaben könnt. Diesen kleinen Freund, das fiel mir jetzt so spontan ein, den hatte ich mir nämlich im Bücherkatalog schon mal angekreuzt und habe dann gefragt, ob sie zufällig noch ein Modell da haben, und es war zwar leider nicht das, was ich eigentlich haben wollte, aber dieses hier ist auch nicht schlecht. Es handelt sich um das Böker Plus Subcom. Das hatte ich eigentlich von Anfang an mal im Visier. Schon als ich das erste Messer auf Amazon gesucht habe, um Pakete aufzuschneiden, bin ich dem über den Weg gelaufen. Diese kleine rechteckige Form und die süße Klinge hier, die ich allerdings im Moment noch etwas schwergängig öffnen lässt. Das ist die 42er Version vom Subcom. Das heißt, sie bleibt einmal kurz im 90 Grad Winkel stehen, hat auch keinen Lock. Und ich finde, das ist das Messer oder das ideale Messer, um Kartons aufzumachen. Und kann auch das Preisschild dran. Das gehört da nicht hin. Ja, und wie gesagt, hatte ich schon länger bei mir auf der Liste und jetzt habe ich es mir einfach mal mitgenommen. Schönes kleines Teil. Und das werde ich jetzt demnächst liegen haben, immer wenn dann wieder neue Kartons ankommen, werde ich das hier zu Rate ziehen. So, aber das eigentliche Teil, auf das ich jetzt abgesehen habe, das befindet sich hier drin. Und zwar handelt es sich um das Ripple Stainless Steel Bronze. Das habe ich mir gegönnt. Ich hatte bei meinem ersten Besuch in diesem Messerladen, als ich mir das Mupi ausgesucht hatte, auch ein CRKT in der engeren Wahl, und zwar das Eros. Das Eros ist ja noch eine Nummer leichter aus Titan, aber auch eine ganze Ecke teurer. Und ja, dann lief mir natürlich auch sehr schnell dieses Ripple vor die Füße. Und gerade diese Bronzefarbe hat es mir so ein bisschen angetan. Das Schwarz finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so toll. Aber hier habe ich jetzt zugeschlagen. Es ist auch das etwas größere Modell geworden. Die hatten freundlicherweise mal die komplette Ripple-Serie für mich mitbestellt. Ich konnte mir also alle anschauen. Auch die Ripple 2s, die ja einen Tick kleiner sind. Aber im Endeffekt habe ich mich dann doch für das etwas größere Modell hier entschieden. Der Flipper funktioniert noch nicht ganz so schön, aber spielt sich so langsam ein. Ja, ich habe mir eigentlich vorgenommen, am Wochenende noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Ich vielleicht noch mal an einen Folder oder Knife Talk heranzuwagen.
und dann ein bisschen mehr hierzu zu erzählen. Ja, das soll es gewesen sein für dieses kleine Auspackvideo. Wie gesagt, ich hoffe, am Wochenende gibt es wieder ein bisschen mehr. Bis dahin, tschüss!